Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um meine Geburtsvorbereitung und meine Geburt. Ich habe mich sehr auf dieses Video gefreut. Ihr habt schon auf Instagram ein bisschen lesen können, dass ich eine sehr positive Geburt erlebt habe. Eine natürliche Spontangeburt. Vorbereitet habe ich mich mit Hypnobirthing. Und die Geburt, ja, natürliche Geburt, es war ohne PDA, es war ohne jegliche Schmerzmittel. Und die ganze Geburt hat 4,5 Stunden gedauert. Jetzt kommen da natürlich einige Fragen auf, wie hast du das gemacht und alles. Da möchte ich zuerst mal klarstellen, ich bin weder Hebamme oder Ärztin, noch habe ich irgendwie 10 Kinder auf die Welt gebracht. Ich bin jetzt einmal Mama geworden bis jetzt. Klar bin ich unter anderem Influencerin, aber ich möchte auf keinen Fall zu fest irgendwie beeinflussen oder Tipps geben oder reinreden, weil ich finde, das Thema ist so intim und so persönlich und ich möchte, dass ihr wisst, dass ich finde, dass jede werdende Mama selbst für sich entscheiden soll und auf ihre Intuition hören soll, wie sie sich ihre Geburt vorstellt und an welchem Geburtsort sie ihre Geburt erleben möchte. Und man weiß ja, die Leute geben einem sehr gerne Tipps, aber ich habe jetzt erfahren, es geben einem, glaube ich, nie, also es gibt einem niemandem so viele Tipps wie in einer Schwangerschaft und zum Thema Geburt und Kindeserziehung. Und das Ganze ist zwar größtenteils gut gemeint, aber kann manchmal auch ganz schön verwirren. Dann, bevor ich beginne zu erzählen, ist mir auch wichtig zu sagen, dass ich habe mich entschieden, das jetzt anfangs des Videos einmal zu sagen, dass ich mich danach einfach aufs Erzählen konzentrieren kann und nicht nach jedem Satz, ich sage jetzt mal, rechtfertigen muss. Und zwar meine ich, ich möchte sagen, dass es mir leid tut für alle bereits Mamas, die ihre Geburt leider nicht so positiv erlebt haben. Ich weiß, ich beginne jetzt dann zu erzählen und es gibt vielleicht einige, die sagen, ja Anja, ich habe mich auch so positiv vorbereitet, ich war auch so positiv eingestellt und meine Geburt war der Horror. Und ich möchte nicht, dass solche Mamas jetzt irgendwie sich als Versagerin fühlen oder denken, wieso ist das der Anja so gelungen und mir nicht. Das ist absolut nicht in meinem Interesse. Ich hoffe oder ja eigentlich, ich weiß, ihr kennt mich, dass ich das nicht so meine. Und des Weiteren gibt es halt auch immer Leute, die mögen mir das jetzt einfach nicht gönnen. Das ist, wie es ist. Ich glaube, grundsätzlich ist es halt so, wenn man in der Öffentlichkeit ist, man kann es nie allen recht machen. Wenn ich jetzt hier sitzen würde und erzählen würde, wie negativ und wie unglaublich Horror meine Geburt gewesen wäre, gäbe es vermutlich einige, die sagen würden, hör doch auf, so negativ zu reden, du ziehst uns alle runter. Und wenn ich halt hier sitze und sage, wie positiv es war, dann gibt es Leute, die finden das dann eben auch nicht gut. Genau, ich möchte einfach vorneweg gesagt haben, und das kommt echt von Herzen, es tut mir leid für alle Mamas, die nicht so eine schöne Geburt erlebt haben. Also ich persönlich finde, es ist völlig egal, wie lange oder wie kurz eine Geburt gedauert hat oder ob jetzt die mit Schmerzmittel war oder ohne oder was auch immer. Jede von uns ist eine Heldin, denn wir dürfen nicht vergessen, Ende des Tages haben wir ein Kind zur Welt gebracht und das ist das, was zählt. Und dann sollte man sich nicht aufhängen oder den Kopf zerbrechen ab dem Geburtsverlauf oder das war anders, als ich es wollte und das war ungeplant. Völlig egal, wir haben unser Kind und das ist die Meisterleistung, die zählt. Ich glaube, 90% der Geburtsgeschichten, die man hört, sind mehrheitlich negativ belastet. Habe ich persönlich so erfahren. Und ich muss euch sagen, ich bin ein von Grund auf positiver Mensch. Und doch haben auch mich ab und zu die einen oder anderen Geburtsstories völlig aus der Bahn geworfen. Es ist nicht so einfach, wenn du kurz vor der Geburt stehst und es erzählt dir eine bereits Mama, uff, mach dich auf was gefasst. Also ohne PDA wirst du das auf keinen Fall überleben. Das macht schon Angst. Und ich möchte einfach mit meinen Erfahrungen eine weitere positive Geburtsgeschichte in die Welt schaffen, weil, ja, ich persönlich habe erlebt, die Leute teilen sich eher mit, wenn es negativ war, wenn es positiv war, erzählt man es vielleicht nicht allzu sehr. Und deswegen möchte ich mit meiner Geschichte ermutigen, alle, die noch nicht Mama sind und es vielleicht irgendwann mal werden, alle, die bereits schwanger sind und ein bisschen nervös sind vor der Geburt. Und ich möchte auch diejenigen ermutigen, die vielleicht eine nicht so positive Geburt haben und vielleicht beim zweiten oder dritten Kind vielleicht, ja, ich weiß nicht. Es kam bei mir sehr oft die Frage, oh Anja, du gehst aber auf jeden Fall in ein Geburtshaus, richtig? Vermutlich ist das gefragt worden, weil eben die Vorstellung mancher Leute von einer Geburt halt immer noch ist,
Pressen und Schmerzen und Horror an ein Spitalbett gefesselt, umzingelt von 10 Ärzten und Hebammen, hat fast schon so einen Krankheitsfall. Und nein, ich bin nicht in ein Geburtshaus gegangen, ich bin ins Kantonsspital Luzern gegangen und ich werde euch auch noch erzählen, jetzt in diesem Video, wieso und wie ich es da erlebt habe. So, Entschuldigung, ich habe sie weinen gehört. Gell? Ja. Probieren wir mal, wie lange das geht, und sonst wecken wir dann den Papa auf. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich genau stehen geblieben bin, aber ich glaube, wir beginnen am besten jetzt mal direkt bei der Geburtsvorbereitung. Ja, ich kann euch ja ehrlich sagen, vor meiner Schwangerschaft habe ich mir niemals vorstellen können, natürlich zu gebären. Und irgendwie verändert sich das Ganze, glaube ich, ja, bei vielen Frauen, wenn man dann effektiv schwanger ist, denkt man dann plötzlich ganz anders über die Sache, und sowas auch bei mir. Und irgendwie habe ich mir gesagt, eine Geburt ist eigentlich, Nora, hoi, ist eigentlich ein natürlicher Prozess, und jedes weibliche Lebewesen schafft es natürlich zu gebären. Und wieso sollte es dann bei einer Frau, der Mensch ist ja eigentlich das am weitesten entwickelte Wesen auf diesem Planeten, wieso sollte es dort nicht klappen? Also habe ich dann begonnen zu recherchieren und bin dann auf Hypnobirthing gestoßen. Hypnobirthing, das ist eine Geburtsvorbereitung, die sehr mit der mentalen Kraft arbeitet und die Frauen wieder so ein bisschen zurück zu ihrem weiblichen Urinstinkt führen möchte. Hört sich jetzt vielleicht für einige ein bisschen zu ESO an, aber ich muss ehrlich sagen, mir hat es total geholfen und ich bin so froh, bin ich darauf gestoßen, und ich kann das echt jeder Schwangeren empfehlen, da einfach mal reinzuschauen, ob man es dann schlussendlich umsetzt oder nur Teile davon bei der Geburt dann umsetzt. Das ist ja dann jedem selbst überlassen. Auf jeden Fall habe ich folgendes Buch gelesen, blende ich euch ein, und das lernt einem halt verschiedenste Atemtechniken, Entspannungsübungen, Hypnoseübungen, erzählt über die verschiedensten Geburtspositionen, und es gibt einem halt extrem viel Mut, dass man das als Frau schafft. Und schon nur die ganze Wortwahl im Hypnobirthing ist extrem positiv formuliert. Also wir, sag jetzt mal im Medizinischen oder umgangssprachlich, verwenden wir ja so Worte wie Wehe oder, ich glaube, das sagt man zwar nicht mehr so oft, dieses Auspressen, das Kind, ihr kennt das vielleicht so bei den Geburten, heißt es dann oft am Schluss, jetzt müssen sie pressen, jetzt pressen, jetzt pressen. Ich glaube, das ist zwar auch ein bisschen veraltet, aber im Hypnobirthing sagt man halt statt pressen, sagt man zum Beispiel schieben, das Kind aus, herausschieben oder herausatmen, und statt Wehe spricht man beim Hypnobirthing von einer Welle. Jetzt können einige sagen, ja, was hat das für einen Einfluss? Weh tut es ja am Schluss so oder so, Schmerzen hat man ja so oder so. Und ich bin eben der Meinung, Worte haben extrem viel Power, und Worte sind Macht, und Gedanken werden wahr. Was wir denken, wird wahr. Da, wo wir uns hin fokussieren und hinsteuern, das trifft ja dann meistens ein. Und so ist es eben beim Hypnobirthing auch in Bezug auf die Geburtsvorbereitung und die Geburt selbst. Und so ist es mir halt gelungen, total entspannt und positiv eingestellt und sogar freudig auf die Geburt hinzuschauen. Und ich weiß noch, die letzten Wochen habe ich zu Milan immer gesagt, hey, ich würde am liebsten jetzt einfach ins Auto steigen und losfahren und sagen, hallo, hier bin ich, ich würde jetzt gerne gebären, weil ich habe mich da so drauf gefreut. Also alle möglichen Ängste waren irgendwie verschwunden. Ich habe mich zusätzlich auch mit einem Hypnobirthing-Coach getroffen, mit der Hanna, und die kann ich euch echt empfehlen. Ich habe einen Nachmittag mit ihr zusammengesessen. Die Hanna hat auch einen Instagram-Account, der heißt Die Positive Geburt. Schreibt den euch hier auf, und da postet sie extrem viel über das Thema Hypnobirthing, und ja, die hat mir auch sehr viel geholfen. Mit Hanna habe ich dann zusammen meine Geburtsvision aufgeschrieben. Das ist auch so typisch Hypnobirthing, dass man sich seine Geburt visualisiert, dass man sich vorstellt, wie möchte ich die erleben, wie soll die ablaufen, was würde ich in folgenden Situationen machen,
Und ja, ich habe es anfangs des Videos schon gesagt und vielleicht an der Stelle sage ich es kurz nochmal. Ich weiß, es gibt Frauen, die haben das auch probiert, waren auch positiv eingestellt und es kam schlussendlich ganz anders. Das tut mir leid für die Frauen. Ich persönlich kann euch sagen, ich habe es so gemacht. Ich bin mit einer positiven Einstellung dahin, war aber gleichzeitig offen für alles. Also ich habe mir gesagt, wenn es jetzt halt irgendwie zu Komplikationen kommen sollte und es käme zu einem Notkaiserschnitt oder sie müsste mit der Zange geholt werden oder was auch immer, dann ist es eben so. Dann darf man sich, finde ich, in solchen Momenten nicht querstellen. Es geht dann um die Gesundheit des Kindes und dann sollte man nicht einfach irgendwo festfahren und sagen, nein, ich muss jetzt das durchharren, es muss jetzt so sein, wie ich es mir in meiner Geburtsvision aufgeschrieben habe. Ich glaube, diese Geburtsvision soll halt einfach irgendwie Anspannung nehmen und soll, ja, soll helfen, aber wenn ja halt was anders abläuft, dann ist es eben so. So habe ich es zumindest gesehen. Ich bin nicht so die Spotify-Heldin, ich weiß nicht, ich komme da nicht ganz so nach, aber ich probiere mal, ob ich es irgendwie schaffe, unter diesem Video in der Infobox euch meine Geburtsplaylist zu verlinken. Ich habe da mir bestimmte Musik ausgesucht. Das habe ich auch aus dem Hypnobirthing von Hannah als Tipp bekommen. Such dir etwas aus für all deine Sinne, ja, such dir, bring irgendwie einen Duft mit, den du gerne riechst, der dich entspannt, sei das ein Massageöl oder irgendwie eine, keine Ahnung, was, Duftkerze oder was auch immer, bring das zur Geburt mit und auch etwas für deinen Geschmackssinn, also bring Snacks mit, die du magst, ich habe zum Beispiel Kokoswasser mitgebracht, ja, bring etwas mit für dein Gehör, deswegen habe ich Musik mitgebracht, die mich entspannt und die habe ich auch vor der Geburt immer wieder gehört mit ihr zusammen, sie hört das ja schließlich auch und dann habe ich oft einen Entspannungsbad genommen oder einfach für mich schon fast schon ein bisschen meditiert sozusagen und mir diese Musik angehört und die hat mich total entspannt. Und wenn es dann halt während der Geburt teilweise anstrengender wurde, konnte ich mich halt auf meine Musik konzentrieren, die mich da wieder runtergeholt hat. Plus hatte ich mir so einen Safe Place ausgemalt, also so einen sicheren Ort, einen Ferienort, den ich, seit ich ein kleines Kind bin, immer wieder besuche. Und den Ort verbinde ich halt einfach mit Positivem, mit Freude, mit Leichtigkeit. Ich höre da Meerrauschen, Sonne, fühlt sich warm mal auf meiner Haut, alles solche Sachen. Und wenn ich während der Geburt irgendwie gedacht habe, ich kann nicht mehr, ich habe keine Energie mehr, habe ich mich halt so in Gedanken an diesen Safe Place gebeamt und habe da Kraft getankt und kam vollgeladen zurück und hatte nochmal einen Schub. Ja, ihr hört, das Ganze ist bestimmt einiges spezieller, als es jetzt in einem Geburtsvorbereitungskurs beigebracht wird oder als es euch eure Frauenärztin erzählen mag. Und ich kann euch aber ehrlich sagen, ich habe Geburtsvorbereitungskurse besucht, ich habe mich mit vielen Leuten ausgetauscht, ich habe mit meiner Frauenärztin lange geredet und nichts hat mir so sehr geholfen wie dieser Nachmittag mit Hannah und dieses Hypnobirthing-Buch. Also wäre das nicht gewesen, ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass meine Geburt ganz anders verlaufen wäre. Kommen wir nun zum Geburtsort. Ja, wie ich jetzt hier so erzählt habe, könnte man doch meinen, wieso bist du nicht in ein Geburtshaus gegangen? Du denkst ja extrem, sag jetzt mal alternativ, wieso bist du in ein Spital gegangen? Und dazu möchte ich sagen, ich habe effektiv ein Geburtshaus in Betracht gezogen anfangs. Ich kenne auch sehr viele positive Geschichten aus Geburtshäusern. Ich habe mich aber dann doch entschieden, verschiedenste Orte zu besichtigen und schlussendlich habe ich einfach auf mein Bauchgefühl gehört und das hat mich zum Luzerner Kantonsspital in die neue Frauenklinik gezogen. Vielleicht kurz zur Erklärung, was ist der Unterschied zwischen einem Geburtshaus und einem Spital? Jetzt mal ganz allgemein. In einem Geburtshaus sind halt Hebammen vor Ort, aber keine Ärzte. Und in einem Spital hat man halt medizinisches Fachpersonal, falls es zu Komplikationen kommen sollte, was man halt oft nicht voraussehen kann. Und sag jetzt mal, wenn eine Geburt natürlich verläuft, wie es jetzt ja auch bei mir ist, wäre es in einem Geburtshaus absolut kein Problem. Und ich kenne sehr viele schöne und positive Geburtsgeschichten aus Geburtshäusern. Aber schlussendlich, ja, war halt bei mir auch immer so im Hinterkopf, was ist, wenn irgendetwas wäre ungeplant.
dann wäre es halt dann so, dass man vom Geburtshaus seine Geburt ins Spital verlegen müsste. Und da geht halt dann oft wertvolle Zeit verloren. Nicht einfach so Zeit aus lustig, sondern Zeit, die die Gesundheit von Mutter und Kind beeinträchtigen kann. Und das entscheidet jede Frau für sich. Ich finde es super, alle, die in Geburtshäusern geboren haben, aber ich persönlich habe mir gesagt, hey, ich könnte es mir einfach nie verzeihen, wenn irgendetwas wäre und es wäre kein Arzt vor Ort und ihr Leben würde gefährdet. Und es gibt bei mir auch effektiv eine Stelle bei meiner Geburt, ich erzähle euch das gleich, wo ich froh war, dass ein Arzt einfach kurz kommen konnte. Ich erzähle euch dann gleich zur Geburt auch noch was. Auf jeden Fall. Mir hat es gefallen, dass das Luzerner Kantonsspital extrem offen ist, auch eben für so Alternativtanten wie mich. Und ich glaube, man muss einfach sehen, es gibt Spitäler und Spitäler. Klar mag es diese ultramedizinischen Spitäler geben, aber das Luzerner Kantonsspital ist meiner Meinung nach alles andere als das. Ich weiß noch, ein paar Tage vor meiner Geburt war ich unterwegs in Luzern, bin auf eine Bekannte gestoßen und die haben mir gesagt, was, du gehst ins Spital, da lässt sie dir aber die einfach rein, hey, da lässt sie dir einfach Schmerzmittel rein und so. Nein, die lassen dir nicht einfach irgendwelche Schmerzmittelzeug, Sachen rein. Die informieren dich, zumindest im Kantonsspital Luzern, über jeden Schritt, den sie machen würden und erklären dir auch, wieso. Du bist da nicht so ausgeliefert und kannst nichts mitentscheiden. Absolut im Gegenteil. Ich bin für die letzten Ultraschalls auch bereits in die Frauenklinik gefahren, weil ich wusste, ich werde dort gebären und möchte einfach schon ein bisschen vertraut werden mit der Umgebung. Da war ich beim Chefarzt, beim Markus Hodel. Und ich habe mich da immer extrem wohl gefühlt und auch sehr ernst genommen gefühlt. Ich habe da auch so von meiner Geburtsvision erzählt und ich habe erzählt, dass ich halt gerne, also dass ich mit Hypnobirthing arbeite und eben auch diese Wortwahl möchte, dass man halt bei meiner Geburt dann nicht von Wehe spricht, sondern von Welle und alle solche Sachen und das wurde total respektiert. Dann habe ich mir einfach gedacht, hey, wenn ich natürlich gebären möchte und das auch alles so klappt, dann kann ich das doch auch an einem Ort machen, wo ich wüsste, im schlimmsten Fall hätte ich noch ärztliche Hilfe da. Und zudem sind die Geburtszimmer auch extrem schön eingerichtet gewesen. Ich war jetzt in einem mit einer Geburtsbadewanne und die habe ich auch während der Geburt gebraucht. Und es hat da verschiedenste, sag jetzt mal, Utensilien, wo man die verschiedensten Geburtspositionen umsetzen kann. Also in der Frauenklinik ist es nicht einfach so ein Spitalbett und du liegst da auf dem Rücken und gebärst so dein Kind, wie es in den Filmen oft gezeigt wird. Also du kannst im Stehen gebären, du kannst auf so einer speziellen Matte im Vierfüßler gebären. Es gibt so ein Tuch von der Hand, wo du dich fest krallen kannst. Also diverse verschiedenste Optionen. Und für mich hat es extrem gestimmt, auch das Wochenbett danach. Ich denke, in einem Geburtshaus wäre ich vermutlich schneller wieder nach Hause gefahren und hätte halt schneller wieder kochen müssen, uns versorgen müssen. Und wir haben das halt extrem genossen, dass wir so tolles Personal hatten, was uns bestens betreut hat und sogar für mich veganes Essen gemacht hat. Also nicht nur für mich, die haben da eine vegane Menükarte und sind halt extrem auf dem neuesten Stand. Und das war halt auch wie im Hotel. Wir haben uns da ein Familienzimmer genommen und das war extrem schön eingerichtet und wir haben uns rundum wohl gefühlt. Was auch super war, war die Stillberatung, allgemein das Personal, extrem freundlich und ja, hat einfach super, super, super viel gebracht. Abschließend speziell nochmal erwähnen möchte ich die Offenheit für alternative Sachen. Eben, dass sie zum Beispiel schon nur gesagt haben, ja, wenn jetzt eine Geburt nicht vorangeht, bevor sie jetzt da Wehenmittel einfließen lassen, probieren sie es zuerst auf andere Wege, wie zum Beispiel mit Akupunktur. Oder dann eben auch vor der Geburt habe ich so einen Wehentee bekommen, ein paar Tage vor meiner Geburt, wo sie gesagt haben, damit kannst du so ein bisschen natürlich anregen, dass die Kleine weiß, dass sie sich bald auf den Weg machen darf. Und dann habe ich zum Beispiel auch so ein Stillöl bekommen für meine Brust, wo ich einmassieren kann, was den Milchfluss anregt. Und das sind alles alternative Sachen, sage ich jetzt mal, und nicht irgendwelche Chemietabletten. Also ich finde es halt extrem schön, dass in einem Spital, oder ja, dass in der Frauenklinik im Luzerner Kantonsspital auch solche Sachen angeboten werden. Das geht super gut mit dir, hm?
Hast du gut geschlafen, weil du mit Mama gehörst reden? Das weiß ich. So, kommen wir jetzt zum vermutlich spannendsten Teil, zur Geburt selbst. Genau, also ich kann vielleicht so anfangen bei den, ich habe hier das Wort Übungswellen. Übungswellen, vielleicht euch eher bekannt als Übungswehen, die gibt es bei manchen Frauen, bei manchen kommen sie gar nicht vor. Bei mir sind die in den letzten Schwangerschaftswochen immer mal wieder aufgetaucht. Das sind so eine Art Wehen, man fühlt die zwar, also ich habe die gefühlt, aber ich wusste auch, nee, es geht jetzt noch nicht los. Aber das sind einfach so Kontraktionen von der Gebärmutter, wenn die schon mal übt, was sie nachher bei der Geburt machen muss. Und dann war es am Morgen meiner Geburt, hatte ich wieder solche Übungswellen. Morgens um 4 kam da irgendwie die erste, dann kam wieder eine Stunde gar nichts und dann kam wieder eine, aber die taten jetzt nicht besonders weh. Also ich konnte dazwischen aufstehen, Frühstück machen, Zeugsache und ich habe aber einfach irgendwie gefühlt, ja, es könnte sein, dass es heute losgeht. Schlussendlich kam es ja 2 Tage nach Termin. Geburtstermin, das ist ein Datum. Ich persönlich habe mir da jetzt nicht wahnsinnig viel draus gemacht. Ich habe mir gesagt, sie kommt einfach dann, wenn sie ready ist. Und genau, rechnen ist, war eh noch nie mein Ding. Ich habe noch eh nie viel von Zahlen gehalten. Sie vermutlich auch nicht. Ihr war dieser Geburtstermin egal. Der 26. Januar, sie kam dann erst am 28. eben als dieser Morgen mit so ein paar Übungswellen begonnen hat. Effektiv los ging es dann aber erst am Nachmittag. Um 15 Uhr ist unsere Geburt effektiv losgegangen und um 19.32 Uhr war sie dann da. Also gut 4,5 Stunden hat es gedauert. Und jetzt mögen vielleicht einige sagen, du hast es ja voll easy, 4,5 Stunden, das war ja ratzfatz, du kannst ja jetzt echt gar nichts sagen. Also nur weil meine Geburt 4,5 Stunden gedauert hat, war sie nicht easy per se. Ich glaube, das ist immer ein bisschen Ansichtssache. Vielleicht ist es ja so, dass Frauen, die halt mehrere Stunden haben, vielleicht haben die ja, ich weiß es nicht, dieses ganze Empfinden, diesen ganzen Druck, diese ganzen Gefühle, ich sage jetzt bewusst nicht Schmerz, vielleicht haben die das ja ein bisschen gestaffelt und immer wieder Pausen dazwischen. Und ich hatte halt keine Pausen dazwischen, bei mir ging es los und zack, war sie da. Vielleicht zur Erklärung, wie läuft eine Geburt überhaupt ab? In einer Geburt gibt es eigentlich, so habe ich es zumindest jetzt gelernt beim Hypnobirthing, 3 Phasen. Das ist die Eröffnungsphase, die Übergangsphase und dann die Endphase. In der Eröffnungsphase kommen die Wehen oder die Wellen. Und das ist die Zeit, in der sich der Muttermund öffnet. Weil der Muttermund, der ist ja zu und der muss 10 cm offen sein, damit ein Baby durchpasst. Normalerweise, wurde mir jetzt zumindest gesagt von der Hebamme im Spital, sagt man, dass sich der Muttermund pro Stunde 1 cm öffnet. Also dürfte es nicht überraschend sein, dass eigentlich diese erste Phase schon, dass man da schon gut um die 10 Stunden rechnen kann, bis der Muttermund geöffnet ist. Bei mir ging das, wie man sehen kann, effektiv schneller. Das gibt es bei Frauen. Wir haben sie auch in den Voruntersuchungen immer wieder gesagt, mein Gewebe ist extrem locker, mein Gewebe ist extrem weich. Ich habe bestimmt gutes Gewebe aufgrund meiner Ernährung, aufgrund, dass ich mich viel bewege, sehr viel trinke. Und ich glaube aber auch, weil ich halt einfach entspannt war und nicht verkrampft und locker und ich konnte meine Entspannung auch während der Geburt beibehalten. Ich erzähle euch gleich mehr dazu. Ja, somit war ich halt so relaxed, dass sich der Muttermund jetzt bei mir rasant schneller geöffnet hat. Genau, und auf jeden Fall sagt man eigentlich, dass das die anstrengendste Phase ist, die längste Phase ist. Bei mir war es jetzt nicht die längste Phase. Und danach kommt die Übergangsphase. Und die Übergangsphase, das ist so die Zeit, wo dann die meisten Frauen sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich brauche jetzt eine PDA oder das ist einfach so die Phase, wo man sagt, wo die Krise kommt und da hatte auch ich kurz die Krise und ich wusste aber von meiner Vorbereitung von Hypnobirthing, dass es ein gutes Zeichen ist, denn wenn die Krise kommt, weiß man eigentlich, aha, jetzt ist alles offen, jetzt bin ich in dieser Übergangsphase und jetzt kommt dann gleich die Endphase. Und die Endphase, die dauert normalerweise dann nicht mehr ganz so lange. Vielleicht kann ich euch das, ja, da würde man vielleicht
vom Auspressen reden oder ich jetzt will vom Herausschieben, Herausatmen des Kindes sprechen. Genau, normalerweise dauert diese Phase kürzer als die erste Phase, wurde mir zumindest immer wieder gesagt, habe ich es auch von anderen Frauen gehört. Bei mir war es umgekehrt, ich hatte in der letzten Phase eher ein bisschen zäh, da hatte ich eher ein bisschen zu kämpfen. Und zwar könnt ihr euch vorstellen, während einer Geburt kommen ja immer wieder Wellen oder Wehen und mit denen muss man arbeiten, in die muss man, sag mal so, innenschnufen, in die muss man so hereinatmen. Und damit sein Kind herausschieben, jetzt zum Beispiel in der letzten Phase. Und meine letzten Wellen waren irgendwie einfach extrem kurz. Also ich konnte gar nicht so lange ausatmen, um die Kleine komplett zur Welt zu bringen. Die Wehen haben irgendwie vorhin aufgehört. Und somit hatte sie ein bisschen Mühe. Und dann gab es eben auch diese Stelle da am Schluss, wo sie es nicht mehr so lustig fand und wo ihre Herztöne gefallen sind. Und da war ich halt dann extrem froh, dass die Hebamme einen Arzt rufen konnte. Und der musste dann zum Glück nicht eingreifen, aber der war einfach vor Ort, hat sich kurz ein Bild von der Situation gemacht. Und ja, es ist danach gegangen. Sie konnte dann natürlich auf die Welt kommen, ohne medizinischen Eingriff. Aber hätte sie halt weiterhin gekämpft und während ihre... Also mit den Herztönen, während ihre Herztöne nicht wieder gekommen, hätte man sie halt auf andere Art holen müssen. Und das gab mir halt ein entspanntes Gefühl, dass ich wusste, ich bin in einer Einrichtung, wo mir direkt ein Arzt helfen könnte. Und wäre ich jetzt halt da an einem anderen Geburtsort gewesen, wo keine Ärzte vor Ort gewesen wäre, wäre ich vermutlich nicht so entspannt geblieben. Und wenn ich dann angespannt und nervös werde, dürfte es nicht überraschend sein, dass dann auch die Kleine angespannt und nervös wird und dass sich auch meine Muskeln hier unten verkrampfen und ja, wer weiß, ob es dann gut gekommen wäre. Bei uns ist aber alles gut gekommen, sie konnte natürlich auf die Welt kommen, die Herztöne waren schnell wieder da, alles gut. Ja, die wichtigste Person war für mich effektiv Milan. Er hat mich so gut unterstützen können. Und er hat mir so viel Kraft geben können. Jetzt ja, wenn vielleicht auch ein paar Männer zuschauen und wissen möchten, wie können sie ihre Frau unterstützen, das kann man nicht sagen. Also ich konnte das nicht mal im Vorhinein sagen. Milan hat mich auch gefragt, ja, was muss ich dann machen, was soll ich dann, was möchtest du? Ich musste sagen, hey, ich habe keine Ahnung, vielleicht schreie ich dich an, vielleicht heule ich, vielleicht lache ich, ich habe keine Ahnung. Vielleicht möchte ich, dass du mich massierst, mich berührst, mich küsst, vielleicht sage ich, halt dich fern von mir, ich habe keine Ahnung. Und es war dann so, dass er keine einzige Sekunde von meiner Seite gewichen ist. Er hat meine Hand gehalten, er hat mich beruhigen können, er hat mir immer wieder gesagt, du machst das super, Schatz, du schaffst das, Schatz, komm, fast geschafft. Und es fühlt sich halt echt anders an, das von der Person zu hören, die man liebt, als von medizinischem Fachpersonal. Also für mich persönlich waren seine Worte, du machst das super, hilfreicher als die der Hebamme, weil es irgendwie einfach, ja, es ist halt die Person, die du liebst und das gibt einem extrem viel Kraft. Dann hat er mir auch immer wieder Wasser gereicht und sonst jetzt eigentlich gar nichts speziell was gemacht, aber es hat einfach so geholfen, dass er einfach da war. Und ja, wer war sonst noch da außer ihm? Es war nur eine einzige Hebamme da. Ich habe das auch explizit so gewünscht. Ich glaube aber, das ist generell im Kantonsspital Luzern so. Da ist nicht massenweise Personal da. Gell? Du musst dich auch mitteilen. Da ist nicht massenweise Personal da. Bei uns war es eben auf meinen Wunsch eine Hebamme, die uns auch immer mal wieder alleine gelassen hat. Ich wollte ja, dass das so unsere Geburt wird. Sie hat uns auch immer mal wieder selbst ein paar Wellen ausharren lassen. Und ich sag mal so, sie war zu einem Großteil im Hintergrund, wie ich das gewünscht habe. Aber wenn ich sie eben wirklich gebraucht habe, dann war sie da und dann war sie voll da. Und es gab auch eine Situation, wo ich ihre Hand gehalten habe und gesagt habe, Nicole, bitte hilf mir, wo ich nicht mehr konnte. Und dann war sie eben zur Stelle. Und von daher habe ich auch das sehr positiv erlebt. Der Großteil unserer Geburt war im Wasser. Wie gesagt, ich hatte ein Geburtszimmer mit einer Geburtsbadewanne. Und
Es wäre für mich schön gewesen, wenn sie auch im Wasser zur Welt gekommen wäre. Das ist dann aber nicht eingetroffen, weil ja eben, wie vorhin beschrieben, ihre Herztöne kurz gefallen sind. Und dann kam halt der Arzt, der einfach gesagt hat, am besten nehmen wir mich jetzt zum Wasser raus. Und dann kam sie dann effektiv auf dem Bett zur Welt. Und es war aber für mich extrem entspannend. Also ich glaube, das empfindet halt auch jede Frau anders. Ich habe gemerkt, schon die letzten Schwangerschaftswochen hat es mich immer wieder entspannt, ein kurzes Entspannungsbad zu Hause zu nehmen. Und auch während der Geburt hat sich dann dieser ganze Druck, dieses ganze Empfinden, diese ganzen Wellen haben sich einfach für mich persönlich im Wasser angenehmer angefühlt. Was vielleicht auch noch spannend ist, ist das Thema Geburtspositionen. Ich habe für mich ja gedacht, dass ich vermutlich dann im Vierfüßler gebären werde. Und ich kann euch aber sagen, das kam ganz anders. Also während meinen Wellen hat sich der Vierfüßler alles andere als angenehm angefühlt. Ich versuche euch auch gleich zu erklären, wie sich denn so eine Welle respektive eine Wehe anfühlt. Das ist für jede Frau auch anders. Für mich war es so, ich habe die vor allem in meinem unteren Rücken im Kreuz gespürt und hat so ein Ziehen bis runter zu den Knien, bis hin in die Waden und gar nicht so sehr im Bauch. Und vermutlich, weil ich den Rücken so sehr gespürt habe, hat sich dieser Vierfüßler dann nicht als gut bewährt für mich. Schlussendlich habe ich die meiste Zeit meiner Geburt in der Seitenlage verbracht, so wie man halt im Stillkissen liegt. Und das war für mich irgendwie am angenehmsten, so wie im Trockenen auf dem Bett, sowie aber auch im Wasser. Ich war eigentlich meistens in der Seitenlage und das ging für mich sehr gut. Es gibt aber auch diverse andere Geburtspositionen. Eben manche Frauen gebären so in der, sag's jetzt mal so, Yoga-Hocke oder teilweise auch im Stehen. Also das muss nicht sein, dass man einfach nur im Bett liegend gebärt. Es gibt da verschiedenste Positionen und jede Frau merkt da relativ schnell, denke ich, was für sie passt. Ja, wie fühlen sich Wehen an? Ich weiß nicht, diejenigen, die bereits Mamas sind, kommentiert das gerne in die Kommentare. Ich denke, das ist extrem spannend, das würde vielleicht jeder ganz anders beschreiben. Tut das weh, ist das ein Schmerz? Viele würden vielleicht sagen, ja, das tut weh, ja, das ist ein Schmerz. Und auch ja, auch ich in meinen 4,5 Stunden habe das intensive Gefühl gespürt. Aber trotzdem muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich würde es nicht als Schmerz bezeichnen, weil während der Geburt, da brennen die Hormone mit dir durch. Irgendwie werden solche Hormone und Kräfte ausgeschüttet, die es möglich machen, dass du das durchstehst. Und ich würde so eine Wehe jetzt nicht als Schmerz bezeichnen, sondern viel eher als irgendwie eine Kraft, die von irgendwo kommt. Ich weiß es nicht. Ja, man spürt es, ja. Aber es ist aushaltbar und ich hoffe, ich kann euch damit Angst nehmen und euch beruhigen. Ich glaube, wenn man da von außen zusieht, also Milan hat gesagt, nach der Geburt hat er zu mir gesagt, Schatz, ich habe vollsten Respekt vor dir. Also der war total baff, der war total geschafft und er hat auch allgemein hat er gesagt, er hat Respekt, er zieht seinen Hut vor jeder Frau, die ein Kind geboren hat. Diese Schmerzen müssen ja abgöttisch sein. Ich glaube, das empfindet man halt so, wenn man da zusieht. Deswegen glaube ich, denkt man das auch, wenn man sich irgendwie einen Film von einer Geburt anschaut oder so. Aber wenn man das selbst erlebt, ich glaube, man kann wirklich sagen, das ist anders. Man ist da, man wird so zu einer Löwin. Eine Freundin von mir hat mir gesagt, weißt du, Anja, du brauchst keine Angst haben, du wirst zu einer Löwin in diesem Geburtszimmer und du machst einfach alles für dein Baby. Und ja, so war es. Also guck mal, ich bin 11 Tage nach der Geburt und bereits jetzt würde ich sagen, ich würde es wieder tun. Ja, ich weiß nicht, was ich euch noch alles erzählen könnte. Ich glaube, wir machen es so, ich beende hier das Video an der Stelle. Und ja, ihr dürft gerne eure Kommentare, eure Fragen in die Kommentare schreiben. Ich versuche euch die zu beantworten. Gerne dürft ihr die auch untereinander beantworten. Und ja, ich hoffe, ich konnte ein positives Geburtserlebnis mit euch teilen. Wie gesagt, meine Geburt war intensiv, aber sie war wunderschön. Es war für mich das Schönste, was ich jemals erlebt habe und hey, was du danach hast, es ist einfach so unbeschreiblich schön. Ich habe immer ein bisschen die Augen verdreht ab diesen Mamas, die gesagt haben, oh, das ist das Schönste, dein Baby anzuschauen. Ich glaube, man kann das gar nicht nachvollziehen und jetzt, wo ich selbst mein Baby auf dem Arm habe,
kann ich sagen, hey, ich verstehe jede Mama, die schwärmt, wie schön das ist, weil es ist einfach nur wunderschön. Und ich höre jetzt da auf. Ich werde demnächst, also jetzt im Moment, genieße ich so ein bisschen Pause natürlich, poste ich vielleicht nicht ganz so regelmäßig, wie ihr es gewohnt seid, aber ich werde auf Instagram definitiv immer mal wieder was berichten, machen und tun. Also ihr dürft sehr gerne mitverfolgen, wenn ihr mögt. Und ich freue mich, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute von uns und danke fürs Zuschauen.